Die wegen der Smartphone-App Bylock Verhafteten dürfen bei ihrer Verteidigung keine technischen Berichte verwenden. Der stellvertretende Vorsitzende des Forstamtes in Kayseri, Uğur Dursun, sitzt seit 4 Monaten im Gefängnis, weil er Bylock-Nutzer gewesen sein soll. Obwohl entsprechende technische Berichte inzwischen vorliegen, hat der Richter in dem Verfahren angeordnet, dass eine Einsicht in die Dokumente nicht notwendig sei. Dadurch sind Fragen aufgetaucht, nach welchen Kriterien das Gericht urteilen möchte.